Ja, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen heute, oder wir besuchen heute den Kräuterkundeunterricht. In der letzten Folge haben wir Expelliarmus gelernt. Den Entwaffnungszauber. Wir haben ein neues. Flohnetzwerke, Flohflammendings belegt. Und hier ist Kräuterunterricht. Professor Garlic, wie schön, Sie wiederzusehen, wenn Nora Liebe steht. Ach, hier, die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Hoi. Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Bitte was? Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Oi, oi, oi. Reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Mal sehen, was wir für unsere fasrigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Alraun? Die Alraune an den Ranken und ja, natürlich. Ziehen Sie kräftig. Ah, yeah. Genau, wer so anhört, wer so hört, glaube ich, was war das, ohnmächtig? Einmal rein mit dir. Boah, Alter. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Na denn. Sie können anfangen. Ich muss nur noch... ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Soweit ich weiß, mögen die, glaube ich, Frettchen. Also ja, Fleisch. Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich war fast taub geworden hier. Fast wäre ich taub geworden. Nun ja, und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein. Tödlich war das, genau. Sie stets Ihre Ohren. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. So. Laune des Diptams oder Rosen. Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat. Pflanze freigeschaltet. Wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. So. Knappe 10 Minuten. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor.
Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Na denn. Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Was? Ein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, Alter. Tja, danke. Aber kurz. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Nichts für ungut. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Na denn. Ist das hier das? Los, hol ein paar Kohlköpfe. Wer macht den Rest? Ich höre dem gar nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch jetzt nicht gesagt, was sonst. So. Gut. Greife die Zielpuppe. Was? Letzte gedrückte Besetzung. Da. Weil natürlich total ist. Schau dir das an. Schau alles, was sie in den Hut bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. In Gnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. So. Diese haben wir das eigentlich? Kerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja. Stell dir vor, das wäre keine Puppe. Ja, die können auf jeden Fall sehr nützlich sein. Das Gewächshaus ist bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. So, kann ich mir mal mehr oder weniger jetzt mal wieder. Nee, kann ich nicht. Ich habe noch 6 davon. Cool. Aber wie hat sich das Ding. Tipp-Tamblätter nehmen wir natürlich mit. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir ein bisschen was mit. So. Gut, hier ist jetzt nichts weiter, was ich jetzt spontan finde. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Da gehen wir mal wieder hoch. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. So, fertig. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Ja, die haben tatsächlich auch viel. Pflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. So, damit haben wir Kräuterkunde abgeschlossen. Mir gefällt den Alraun, ihr neues Gewächshaus.
ist zu Hause. Und Level 7. Die brauchen noch ein bisschen, ne? 4 Minuten. Müssen wir es zuerst verstehen. Das gilt für Pflanzen wie für Freundschaften. Güte und Achtsamkeit. So. Jetzt gucke ich mal, was wir noch an Aufgaben so offen jetzt haben. Wir haben ansonsten da mal nur eigentlich das Gemälde. Nee, wir machen das mal die komische Motte. Ich habe was im Inventar bekommen. Ach, hier wahrscheinlich die. Ja, okay. Ich würde mal gerade sagen, wir haben noch ein bisschen Luft. Das heißt, wir können mal kurz eben. Oh. Wir können uns gerade mal. Ach, geh doch weg. Geh doch mal aus dem Weg. Doch, da ist es mal richtig. So, jetzt muss ich natürlich wieder. Warte mal, jetzt muss ich Limo. Habe ich irgendwo, warte mal, habe ich irgendwo meine Flüge, die ich mal kurz Ausrüstung. Wie kann ich. Wie war das nochmal mit den Flüchen? Ah, hier. So. Lumos. Nehmen wir mal Lumos hier rein. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Warte mal kurz. Ach, da oben ist wieder irgendwas. Warte mal. Da oben ist wieder irgendwas. Ist das nur der eine? Mal kurz. Ach, geh mal weg. Ja, da wäre wieder was. Da oben ist nämlich das zweite. Wir können wieder ein bisschen rechnen. So. Ganz simpel, von unten 0 bis 9. Ist klar. Hier können wir hochrechnen. So. Komische Dingen ist 0, 1, 2, das heißt 13, das heißt 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt die komische Auge da, oder was? Warte mal. Oder auch nicht. Warte mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nee, Spinne. Das wäre Spinne. Und das unten wäre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fünf und 9 sind 14, 3. Das spricht dieser komische Ziegenkopf. Geh mal weg. Oder auch nicht. Warte mal. Ich habe gerade nur wahrscheinlich einen kleinen Denkfehler drin. Weil ich will die Truhe, die hier drin ist, das machen wir eben schnell noch. Und dann öffnen wir den Ort. Das unten ist auf jeden Fall 9. 8, 7. 6, 5, 9. 5 sind 14. 3. 0, 1, 2, 3. Ach nein. Die dreifache Schlange. Warte mal. Die dreifache Schlange. Eigentlich müsste es offen sein, das Ding jetzt. Ich würde am Wochenende. Eigentlich müsste das Ding jetzt unten offen sein. Tada. Ein burgunderroter Umhang und breiter Spiegel.
Ah ja, gucken wir mal gerade kurz, was der Umhang bewirkt. Ich will den eigentlich ungern abgeben. Ausrüstung. Der burgunderrote Umhang. Tut's. Toll. Den hätte ich gerne behalten. Der ist cool. Umhang der dunklen Künste. Toll. Oh no, ich will den eigentlich nicht abgeben. Der ist nämlich cool, der Umhang. Aber wir müssen leider abgeben. Wir nehmen uns. Warte mal, was wird denn das bringen? Offensive plus 14. Ja, scheinbar müssen wir gerade erstmal so mitleben. Ich hätte gerne den Umhang behalten. Aber scheinbar nicht. Gut. Gucken wir mal, was die Sammlung noch betrifft. Dann machen wir nämlich Feierabend für heute. Nein, wir wollten auch was anderes machen. Warte mal. So, dann haben wir das auch. Und jetzt müssen wir einen Ort finden. Ich muss mir den Ort mal genauer angucken, auf dem war das Gemälde. Muss unten sein, hat er gesagt. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Mit dem Ding jetzt machen. Ich meine, der Kopf. Für Lumos? Lumos. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Mutter. Ah, warte. Mit Lumos müssen wir. Ja, jetzt verstehe ich es. Okay. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Bam, bam. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Sammeln wir. Handbuchseiten in Hogwarts 7 von 8. So, wo ist Eleonora jetzt? Die ist oben wahrscheinlich, oder was? Eleonora heißt sie. Oh je, dafür bekomme ich. Ich kapier es nicht. Keine Sorge, so witzig war es nicht. Was sagst du nur, Sam? So. Gehen wir mal hier hoch. Eleonora! Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ja, ich bin den Hinweisen gefolgt. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte. Wie habe ich das übersehen? Auftrag abgeschlossen, wie eine Motte zum Rahmen. Wir haben wieder was Neues gekriegt. Da. Wir haben wieder was Neues gekriegt.
Ein kobaltblaues Gewand. Warte mal, kann ich das kurz benutzen? Macht das irgendwas aus? Scheiße, dass das Ding kacke ist. So, das Ding. Die bringen sowieso nichts. Aber scheinbar. Warte mal. Kobaltblaues Gewand. Was ist das hier? Ja. So. Jetzt bekleidet haben wir noch gar nichts, ne? Keine magischen Landschaften. Ja, alles klar. Gut. Was haben wir als sechste Aufgaben, die wir so angehen könnten? Was war das? Zaubertränke und? Das Mädchen, das Wagadu. Gut. Das warten wir noch, wenn wir noch ein bisschen stärker sind irgendwann. So, jetzt gehen wir in der nächsten Episode. Gehen wir zu Zaubertränke, würde ich sagen. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, tschüss.